Die Sommervorbereitung der Kogge geht in die heiße Phase. Die Qualität der Testspielgegner nimmt zu. Am vergangenen Sonnabend schrammte das Team von Cheftrainer Pavel Dotschew in Bentwisch nur knapp an einem Sieg gegen Aalborg BK vorbei. Der dänische Erstligist konnte die Hansa-Führung durch Sufyan Benjamina erst in der 89. Minute egalisieren. Oliver Hüsing feierte sein Testspieldebüt im Trikot der Kogge und fügte sich gleich mit einer starken Defensivleistung ein. Ja, hat einfach Spaß gemacht. Ich denke, wir haben auch ganz gute Tests gehabt bisher. Wir haben jetzt noch gut anderthalb Wochen, um uns vorzubereiten auf das erste Pflichtspiel und die wollen wir noch so gut wie möglich nutzen. Am Dienstagabend und damit nur drei Tage später waren Olli und Co. erneut im Rahmen des Sommerfahrplans gefordert. Beim 1:0-Sieg in Lager gegen den FSV Luckenwalde erzielte Jeff Dennis Fehr das Tor des Tages. Der Regionalligist hatte kaum Gelegenheiten, um Kai Eisele im Hansakasten zu prüfen. Jedes 0:0-Spiel ist gut für den Kopf, gerade als Verteidiger. Und das versuchen wir so lange wie möglich beizubehalten. Vor dem Saisonauftakt am 22. Juli in Lotte stehen für die Kogge nun noch zwei weitere Testspiele an. Am Freitag um 18 Uhr wartet in Ludwigslust der Hamburger SV 2. Und am Montag steigt das Highlight-Heimspiel im Ostseestadion gegen den VfL Wolfsburg. Na, Schritt für Schritt. Also jetzt erstmal HSV, dann freue ich mich sehr auf den VfL Wolfsburg hier zu Hause. Wird, denke ich, nochmal ein guter Abschlusstest und dann natürlich voller Fokus auf Lotte. Oliver Hüsing jedenfalls hat schon jetzt einen guten Eindruck von seiner neuen Mannschaft und ist sich sicher, dass sie den Bundesligisten ärgern kann. Es ist eine gute Truppe, sehr, sehr jung, aber auch gleichzeitig sehr, sehr hungrig, sehr willig und sehr viel Potenzial, aber auch noch ein bisschen Verbesserungsbedarf, aber da arbeiten wir jetzt dran und dann bin ich guten Mutes. Karten für das spannende Duell gegen die Wölfe gibt es im Online-Ticketshop, im Hansa-Fanshop und an allen Vorverkaufsstellen des FCH. Anstoß ist um 18 Uhr. Auf diese Bilder müssen alle Partyfans zwar noch ein knappes Jahr, genauer gesagt bis zum 2. Juni 2018 warten, aber Tickets für Schalala, Deutschlands größte Schlagerparty an der Ostseeküste, gibt es schon in dieser Woche erstmals zu kaufen. Am Donnerstag geht zudem die neue Internetseite www.schlager-ostseestadion.de online. Hier findet ihr alle Informationen zu den bereits feststehenden Acts und Preisen sowie viele Bilder und Videos von der genialen Premiere. Jetzt Fan auf Facebook werden und auf Instagram folgen.